Hallo und willkommen zu, wie heißt das Spiel? Jokeboat. Jokeboat, ich glaube, wir müssen Witze erzählen oder so. Und ich hasse es, dass Fully ein bisschen aussieht wie er als Einziger. Was? Ich sehe überhaupt nicht so aus. Ja, aber am ehesten von uns. Ja, okay, ich sehe nicht aus wie mein Charakter. Das ist wahr. Können wir schon sagen, was wir ausgewählt haben, was wir sind? Ich hoffe, das kommt gleich. Deswegen wollen wir es vielleicht noch nicht spoilern. Okay, wir sagen es nicht. Okay, dann fangen wir an. Ja, wir werden sehen, worum es geht. Okay, soll ich starten? Ja. Ja. Du? Ja, er hat den Mulli jetzt. Er hat das erste reingejoint. Oh. Also irgendeinem Grund. Alle an Bord! Das Joke-Boat. Und der C-Minus. Verstehe. Are you ready, kids? Aye, Captain. Here's tonight's itinerary. We're gonna write some jokes and then test them out on stage. Yes. First. Wir schreiben ein paar Witze. Das ist nicht das erste Mal, dass wir eine Joke-Runde auf einem Boot machen. Ja. Yeah. Stimmt. On your device, you'll be prompted to write various topics like animals, people, or objects. Yeah. Fill in oh, no. It has a lot of comedic potential. If another player uses one of your topics in a winning joke, you'll get some bonus points. Okay. As many as you can. Wir müssen lustige Begriffe schreiben. Okay. Ich liebe das. Okay. Ah, ganz, ganz viel. Ja, haut einfach raus. Wie ein Ding. So viel wie möglich. Ganz schnell. Oh nein. Oh Gott, ich dachte, ich muss das. Oh Gott. Oh, das wird so gut. Das wird so gut. Oh, ich bin so bereit. Ich denke mal, wir bauen daraus danach unsere Jokes, oder? Ja. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich habe nicht so viel geschafft, wie ich wollte, ich habe ein paar geschafft. Ich habe auch geschafft. Nicht so viel geschafft. Ja, das passt schon. Oh, okay. Können wir es weitermachen? Such dir eine Einleitung aus. Okay. oh Gott, eine Punchline soll ich schreiben? Oh, oh nein. Oh Gott. Witzelt für mich? Nein. Nee, nicht für mich witzeln. Oh Gott. Oh, ich hab keine gute Vorlage genommen. Oh, das ist so mies. Das ist so schlecht. Oh, okay, ich bin schon fertig. Ich hab einfach egal, sag ich schnell. Oh Gott. Oh Gott. Es ist so kann bad. Kann ich das nochmal ändern? Kann ich nochmal zurück? Oh nein. Ich bin sehr unzufrieden. Move on to your second joke soon. Geht bald zu eurem zweiten Witz. Ich hab schon beide fertig. Ich hab bestimmt was falsch. Ich hab bestimmt was falsch gemacht. Ich hab keine Ahnung. Bist du zufrieden mit deinen Jokes, Maeve? Ich glaube, wir sind dermaßen nicht zufrieden mit allen. Das war eine gute Frage. Es gibt nicht viele Dinge, die unlustiger sind als die Jokes, die ich geschrieben habe. Es ist halt so, ich bin jemand, ich kann nur auf Situationen versuchen, lustig zu sein. Ist okay. Schreibt Johnny noch? Ja. Wenn es wie bei TTT ist, dann werden wir ja schon mal. Johnny mal nebenbei ein TikTok. Fertig. Arr. Auf jeden Fall ist das gut, wenn es schlechte Jokes sind für den Modus. Me mateys. Oh. Ich bin up next. Nicht die Stinkesocken. Maeve, los geht's. Wieso kann man die anderen die Arbeit machen lassen? Ich will erzählen. Okay. Aber warum muss ich den erzählen? Meine Oma sagt, das Beste an Hodensäcken ist... Nicht schon wieder. Die Behaarung. Was soll das denn, Maeve? Heiliger Pferd. Oh, was? Los, Wolli. Erzähl uns einen Witz. Remember to say your catchphrase. Wo ist mein Witz? Ja, genau, dein Catchphrase. Ich mag meine Freunde wie meine Gärten. Vor meiner Tür.
Oh mein Gott. Ja, der war ziemlich lustig. Wo ist die Luftpolsterfolie? Ist das deine Catchphrase? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß, für wen ich stimme. Ja, ich meine, ich würde auch Mace wählen. Nee, ich finde, deins war ein Joke. Ja, das war Mace, fand ich ein bisschen obszön, aber das war okay. Johnny, ich weiß das zu schätzen. Dankeschön. Oh, der Johnny ist dran. Oh Gott. Er braucht Juni. Keine Einleitung. Ja, wieso steht er da nicht? Die Schulzeit für mich war wie Homer Simpson. Faul und ein schlechter Vater. Was? Oh nein. No way. Okay. Okay. Hallo, ich bin, okay. Okay, ja. Ich erzähle den Witz. Okay. Also, mein Arzt sagt, ich habe einen ganz schlimmen Fall von Äpfeln. Weil ich auf eine große Haufe in die Schüssel geschmettert habe. Lustig. Oh yeah, ich bin eine Depression. Was? Du hast doch eine Kitschfläche. Ich konnte eins von zwei auswählen fürs Protokoll. Okay. Ich habe nicht spontan gesagt, Mann, Depression, wäre das nicht lustig. Johnny, deins war nicht schlecht, aber. Ja. Ich fand Johnnys lustiger. Ich weiß auch nicht, was euer Problem ist. Das von Moggy macht nicht mal Sinn. Oh, wer hat App für sich ausgesucht? Ich? Oh Gott, wir müssen alle vortragen. Oh Gott. Oh nein, der andere ist so schlecht. Oh nein. Ich will den anderen vortragen. Oh Gott. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Maeve aussieht wie... ja. Jake, der Hund? Nein. Nein, das ist ein Avatar auf Discord. Ja, ich weiß. Wo ist die Luft? Warte, das habe ich. Das war deine Chance für eine ultimative Beleidigung. Ich hier, wie kann ich dich beleidigen? Ich kann das. Oh. Also pass auf, okay? Also eine Gruppe Zeitreisende kommt in eine Bar. Oh nein, ich hasse es jetzt schon. Eine, hier waren wir doch schon morgen. Nein, der ist clever. Das verstehe ich. Okay, ja. Man muss aber fair sein, man muss schon ein gewisses Grundverständnis von Physik haben, um... Ja, man braucht mindestens Rick und Morty gesehen haben, Johnnys Witz war halt echt gut. Dankeschön. Oh Gott, ich will meinen nächsten Witz nicht vortragen. Das war Maves Humor. Weird Al sieht aus wie eine Kreuzung aus. Fisch und Tisch. Oh mein Gott, Mom. Was? Mir ist nichts eingefallen. Ich hab mit L gesehen und dann. Oh Gott. Ich hab das mit dem Catchphrase gar nicht hinbekommen. Ich bin so alt, ich erinnere mich noch als Mögi. Ja, das ist hart war. Das stimmt wahrscheinlich. Ich bin ziemlich behaart tatsächlich. Das liegt am Testosteronwert. Ja. Das ist genau das ist das Problem. Ach, das ist das Problem bei mir. Ja, was findet ihr lustiger? Jetzt entscheidet euch doch mal. Ich habe mich entschieden. Das ist schwer zu sagen. Yeah! Was stimmt mit Fisch? Und der war gar nicht so gut. Fisch und Tisch nicht. Nee, aber. Dein Joke habe ich nicht verstanden. Was schielt ihr eigentlich so? Wollt ihr mich auf diese Top Comedians. Nee, ich bin nicht auf Platz 1. Ne, da ist ja auch noch nichts. Da steht richtig. Ja noch nichts. Los, Fully, du musst den Boden schrubben. Der Papagei hat mir einen Daumen nach oben gegeben. Next round, I guess. Ich mag die Animationen sehr von diesem Teil. Ja, total. Deswegen habe ich das vorgeschlagen, das hatte ich noch im Kopf. Dass mir das optisch sehr gefallen hat. Ach, generell. Okay. Okay. Auch die Soundeffekte sind so nicht. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott, was sind hier sind so viele Sternchen und. Oh nein. Oh Gott. Oh nein.
Warum hab ich den abgeschickt? Der war voll scheiße. Ahnung. Oh, ich hab doch keine Ahnung. Ich will noch mal zurück. Darf ich zurück? Ich darf nicht zurück, ne? Nein. Okay, hier muss ich gut sein. Das ist ja, der zweite Witz ist der wichtige für mich. If you haven't started your second joke yet, now would be the time. Fuck. Okay. Warum hab ich denn einen Witz abgeschickt? Bin ich denn dumm oder so? Der war so schlecht. Gott, das ist... Oh, ich dachte, ich hätte so eine gute Vorlage, aber ich hab keine. Nee. Ich dachte auch erstmal, meine Vorlage ist okay, aber dann habe ich ein bisschen genauer angeguckt, dachte mir, nein, das ist fürchterlich, mir fällt nicht sein. Ich hatte einen guten Joke, aber dann kamen einfach drei schreckliche Wörter dazu. Oh Gott. Bin ich mehr der Letzte? Huh. Oh Gott. Time's running out. So Gott. 10 Sekunden noch. 5. Okay. 3. 2. Oh Gott. Ich hasse es. Yeah. Okay. Wir sind bereit für die. Guten Tag, ich bin oh, der Welt ausgelassene ich Heiterkeit. Ich bin den ganzen Tag hier, dann pass auf. Hast du jemals einen Hodensack probiert? Ach, komm schon. Ja. Das ist, wenn du einen Beutel mit zwei Äpfeln leckst. Was? Hä, wie ist das überhaupt? Einiges Pferd gekommen. Okay. Hallo, mein Name ist Mögi und ich erzähle jetzt meinen Witz. Hallo, Mögi. Eine Ehe ist genau wie Tische. Nein, schreib nicht Fische. Hölzern und ohne Leidenschaft. Was? Wow. Das stimmt. Oh yeah, ich bin eine Depression. Warum hast du nicht was mit Fischen geschrieben? Ja, das bist du. Schönes Ding. Ich sehe schon, dass mit den Äpfeln, das hat einfach mich beide echt überzeugt. Wen hat's überzeugt? Fully, was du's? Ja. Aber ich weiß, welches Gefühl gemeint ist. Also ich bin eigentlich gar kein Komiker, aber der Platz war gerade frei, deswegen dachte ich mir, ich erzähle euch einen Witz. Ziemlich viele Vulkane hier. Pass auf, Gott hat YouTube-Stars erschaffen, indem er unsere Sünden vergab. Mein zweiter Witz wird auch gehört. Ich kann absolut nichts ein. Okay. Leg mal los. Warum sagt man eigentlich Nachfolger? Und nicht Problemablagerung? Was? Wo ist die Luftpolsterfolie? Wo ist die Luftpolsterfolie? Sagt. Ich brauche Atmung. Oh Gott, was ist passiert? Also ich fand Fully lustiger, ehrlich gesagt. Ja, meins ist ja nicht mein Witz. Wir sind beide ziemlich hart an der Grenze. Ja, ich nee. Okay, Piraten, seid ihr bereit für den nächsten Witz? Arr. Ich hoffe, ihr seid nicht zu gläubig. Und ich hoffe, der Herr da oben wird kurz wegschauen. Oh. Denn meine Frage ist, wie viele Kulte braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Oh, das gefällt mir. 3. Insekten. 3. Einen, der schraubt und 2, die Kinder rufen. Hast du einen Tipp gegeben lassen? Oh ja, yeah, ich bin eine Depression. Hast du dir einen Witz vorschreiben lassen? Nein. Ach so, ich bin dran. Okay, pass auf. Also das letzte Mal war meiner ja schon absoluter Schenkelklopfer, aber der Spitzname meiner Heimatstadt ist Boot. Und Hamburg habe ich recht. Hafen. Das ist doch noch Hafen, das du schreibst. Ich habe es versucht. Man muss fairerweise sagen, ich weiß es sehr zu schätzen, dass ihr unschuldig genug seid, um nicht die Intention hinter meinem Witz zu erkennen. Den hast du selber geschrieben, ja? Ja. Ich dachte, bei der Heimatstadt... Sie werden vom Spiel diesen Witz nicht vorschreiben. Ich dachte, beim Spitzname der Heimatstadt kommt irgendwas Gutes und dann kam Boot. Ja. Ja, die Prompts machen es einem nicht leicht. Was kam denn noch außer Boot? Das ist echt nicht einfach. Oh, nein. Der Rest war noch schlimmer. Ja, also, hallo. Ich bin so dumm. Ich dachte, Bettlagen wären echt. Was? Das kannst du doch selber schreiben am Ende. Das habe ich geschrieben. Okay. Ja,
Okay. Okay, Leute, pass auf. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Chicken Nuggets nur eine Fancy-Version von Chicken Wings sind? Was soll das denn? Die sind so gut, oder? Die sind einfach, wir rocken den Abend. Mein Gott, bring mir Stimmung in die Bude. Ich fänd's witziger, wenn das Publikum auch einfach mal nicht lachen würde. Also es ist schon ziemlich eindeutig, oh, warum wir diesen Job hier haben, oder? Ich hab wir sind echt lustige Zeitgenossen. Ja, das war ziemlich gut. Ich will noch eine Runde machen. Ich glaube, diesmal werde ich besser. Ich glaube, Runde 3 wird alles rausholen. Das jetzt es gibt eine Runde 3. Ich bin 3. Wir reißen den Abend ab. Es gibt immer 3 Runden in Jackbox spielen, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, es kommt eh noch eine Runde, oder? Komm. Jetzt ist er schnell. Ideale. Das Entchen! Nicht die Entchen! Nein! Oh. Nein. Pass auf! Bremsen! Nein! Wirf den Anker! Der Ente geht's gut. Oh, ich erinnere mich, wir haben das auch so gespielt, als ich es privat gespielt habe, dass wir irgendwelche Begriffe geschrieben haben. Dadurch wurde es manchmal ganz lustig. Wir schreiben den Witz und was? Ah! Okay. Oh, oh. Okay. Papa, was? Ich hab's nicht verstanden. Wie viel Zeit haben wir dafür? 1 Minute 16, okay. Ich muss einen Witz verbessern. oh, das habe ich mir leichter vorgestellt, als es letztendlich ist. Das ist so eine Vorlage, die absolut keinen Sinn ergibt. Nee. Ach man. Wir haben nur einen einzigen Joke. Oh nein. Fällt auch nichts ein. Na, mal sehen. Ja, okay. Aber die Musik fetzt schon. Die Musik fetzt sich, die Musik macht mir Angst. Denn ich muss Fullis Witz. Ach Gott. Du hast den Fullis Witz ausgesucht. Ja, ich habe Fullis Witz. Vor allem, ich dachte, ich muss den besseren von beiden auswählen. Oh, den 3000 hast du ausgesucht? Nein, die waren beide 2000. Oh, ich dachte, ich sollte entscheiden, welchen ich davon besser finde. Da muss ich den besseren. Ich fühle mich wie der da gerade. Ja, ich auch. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend hier. Ja, Johnny fängt an. Zeig uns mal deine Witze. Ihr erinnert euch doch sicherlich noch an den guten alten Witz darüber, dass ich so alt bin, dass ich mich daran erinnere, als Moggy noch gesichtslos war. Das ist kein Witz. Ja, das stimmt. Ich habe das wirklich mitbekommen. Ah. Okay. Jetzt habe ich den Joke verstanden. Wow. Danke, Leute, danke. Nam 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 nam. Okay. Nam. Lass mal sehen, wer viel du verbessert hast. Okay, Leute, pass auf. Die Schulzeit für mich war wie Homer Simpson. So eine gute Vorlage. Schwer. Oh, der ist gut. Das ist ein Gewinner. Okay, das ist ein guter Joke. Oh Gott. Weniger ist manchmal so viel mehr. Dankeschön. Ich bin den ganzen Abend hier, Leute. Nice. Ich fand das mit dem schlechten Vater lustig. Ich fand das auch nicht schlecht. Ah, das von Mayfair. Oh Gott. Ich bin dran. Okay. Ja, das von Mayfair war das erste, was mir eingefallen war dazu, aber dann fand ich es nicht lustig. Warum sagt man eigentlich Nachfolger? Und nicht so dem Mann, wenn er kann, folgen. Was? So dem Mann, wenn er kann, folgen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe ihn nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Ich verstehe beide nicht. Nee. Das ist das Problem. Nee, man schiebt seine Probleme auf den Nachfolger ab, oder? Was? Wisst ihr was? Ich gebe gar keinen Punkt ab. Was glaubt ihr überhaupt, was ein Nachfolger ist? Der Sohnemann, wenn der kann. Nur ein Punkt von Johnny. Oh, ich hätte echt 0 geben können. Okay. Ja.
Gute Arbeit. Ja, glaub mir, es wäre lustig. Nein, ich will dir nicht erzählen. So ein schwerer Modus. Okay, Fully. Also, Leute, eine Gruppe Zeitreisende kommt in eine Bar. Ey, der ist schwer zu schlagen. Aber zu spät. Naja, es geht. Ja, es ist okay. Witwood. Ah, die sind beide gut. Ich meine, es ist halt nicht mal schwer, einen Gewinner zu wählen. Wieso sind die beide gut? Fully macht keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass beide gut waren. Ich denke, der eine war einfach nur ein Ripper von dem Original. Ich meine, Johnny's war besser, ja. Das war der eine Joke, den ich heute hatte. Meaning, the winner gets a life vest. And the rest of you, well, let's see those scores. Ich bin nicht mehr Platz 1, das weiß ich. Ich hatte, glaube ich, ein gutes Finale. Oh, ich bin Platz 4 geworden. Von Platz 1 auf 4. Das ist das Leben. Puh, GG, Mensch. Danke, danke. Das ist echt lustig, Bro. Glaub mir. Wir müssen da wartet eine Karriere auf dich. Ja, ich würde sagen, diesmal werden wir einfach irgendwelche Begriffe einnehmen, die wir lustig finden. Ja, genau. Also egal, was der Prompt ist, oder? Genau. Oder ja, einfach irgendwas lustiger, eingeben. Ne? Dann fallen uns vielleicht nämlich auf Dinge ein. Okay. Also nicht das Thema beachten, ja? Ja. Ja. Okay. Du kannst es beachten, aber ich werde es nicht tun. Oh Gott, das. Meint ihr, dieses Schiff ist sinksicher? Nein. Ich glaube, da wird nichts passieren. Wenn wir damit fahren. Okay. Yeah, das sind lustige Begriffe. Ich hab Angst. Was fällt mir sonst noch Lustiges ein? Oh Gott, okay. Oh Gott, so schnell. Okay. Okay. Dann ist das Setup. Alles klar, werden wir witzig. Oh. Okay. Huch. Oh nein. Was soll ich denn? Oh, wie mache ich das am besten? Kann ich nochmal zurück? Oh, ich will zurück. Kann ich zurück? Oh nein! Oh, ich hasse es. Warte, ich habe hier gerade so eine lustige Vorlage. Ich weiß gar nicht, wie ich das überbieten soll. Okay, you should be on your second joke by now. Yeah, ich hab einen Hit. Ich hab einen Hit. Ich nicht. Fuck! Tja, das ist der Unterschied zwischen dir und mir, mein Freund. Ich hab das Gefühl, die lustigen Begriffe, die ihr aufgeschrieben habt, kamen bei mir nicht an. Bei mir auch nicht. Ich hatte so einen Schwachsinn wie, ich glaube, Badeanstalt. Wer hat Wintermantel geschrieben? Was für Wintermantel für Begriffe? Hey, das sind random Prompts. Okay. Remember, folks, we laugh, so der Johnny we ist dran. Meine erste Runde wird nicht so gut. Let's hear it for tonight's first comment. Johnny. Oh, hey, Johnny. Kids! Ich erzähl euch einen Witz, okay? Yeah. Don't forget your catchphrase. Ich hab kein Catchphrase. Doch. Hab ich recht? Ich möchte ein Geschäft aufmachen, das nur Joni-Boni verkauft. Und nenne es meine Flashware, nicht deine. So stehe ich. Das ist mein Catchphrase. Ja. Auch von okay. Das kann Fully bestimmt schlagen. Kann er doch.
Was ist der Unterschied zwischen den meisten Leuten und Trampolinen? Oh nein, das wird gut. Trampoline halten die Schnauze, wenn man auf sie tritt. Ja, das wurde leider gut. Oh, das war gut. Wo ist die Luftpolsterfolie? Wo ist die Luftpolsterfolie? Ich liebe es, wenn er das sagt. Ja, das war nicht schwer. Bei dem Geschäft hätte ich noch nehmen können, Frauen kann man nicht vertrauen. Das war von mir. Ich hab das an Moggy geschrieben. Our next comic needs an introduction. Okay. Grüß dich mal. Also, das ist eine alte Familientradition. Meine Oma sagt, das Beste an Euter ist... Oh nein. ...die Saugfähigkeit. Oh, Hilfe. Was? Oh yeah, ich bin eine Depression. Das ist immer noch der Beste. Okay, okay, okay. Hey, Leute. Hallo. Ich mag meine Freunde wie meine Avocados. Weich mit harten Kernen. Yeah. Stimmt. Der Mann spricht die Wahrheit. Ich weiß, für wen ich stimmen würde. Für mich. Ich weiß nicht mal, ob Avocados weich sind. Ja, doch. Ja, Avocados sind weich. Hast du noch nie Avocados gegessen? Nur verarbeitet, glaube ich. Wow. Na, ja, sind ziemlich weich. Wow. Also, ja, die Konsistenz von Guacamole ist auch ziemlich. Nein, den. Ich bin so alt, ich erinnere mich noch, als Twitch-Einnahmen geheim waren. Geheimwaren war. Das war einfach so viel falsch geschrieben bei diesem Joke. Ja, ich habe sehr schnelle Wörter getippt, okay? Oh nein, nicht dieser Joke, nein, der ist ziemlich gut. Das war doch dein Banger, dachte ich. Ja. Ich habe mehr Dachgeschoss-Apartments als Freude in meinem Leben. Eins. Eins. Was? Eins hat's ruiniert. Oh yeah, ich bin eine Depression. Das ist in dem Fall das wahr. Das ist super Humor, damit kann ich mich identifizieren. Geheimwaren war. Ich sehe schon das falsch das mit den zwei Fehlern. Das war mal jemand lustig. Ja. Accidental Comedy. Oh scheiße, den will ich nicht erzählen. Hey Leute, same. Mein liebes Leben ist wie Mogi. Laut und deutlich. Hä? Heiliger Pferd. Okay, wer bietet okay, das, Johnny? Bereit für den nächsten Brüller. Eine Gruppe Wintermenschen kommt in deine Kalt draußen. No biscuit, no way. Ja, ich denke, ich fand die beide eigentlich ganz okay, aber ich denke, ja, ich fand die beide auch gut. Gewinner. Yes, die Wintermenschen. Ja. Ah, draußen. Irgendwie das Setup hat ein bisschen besser gepasst bei Johnny. Oh. Ich hätte statt Mugi auch Halftime Games nehmen können, übrigens beim Liebesleben. Das war auch von mir. Time to check the scoreboard. Time to check the scoreboard. Oh, schön, oh, letzter Platz. Really? Eigentlich redet der Papagei für ihn. Ah! Ah! Warum ist das schon unter Wasser hier? Das ja. Steuerrad. Ah, sinkt alles ein bisschen ab. Das ist ein U-Boot? Das ist wie die Stimmung. Doppelte Pferd Punktzahl. Jetzt die wird's Stimmung, aber ernst, Kim. Meine Freunde. Jetzt wird's ernst. Ich glaube, der Abend fällt ins Wasser. Okay. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein. Scheiße. Ich dachte, da kommt was Lustiges raus. Jetzt ich auch, Scheiße. Ich denke das auch immer. Ach Gott, ich dachte, ich hätte eine 1 auf Vorlage, aber jetzt fällt mir ich nichts auch. Ein. Ich auch. Ah, ich will zurück. Ich will zurück. Ich will was anderes auswählen. Ich lass die jetzt für mich witzeln. Nein, das kannst du nicht machen. Habe ich getan. Ist vorbei.
Okay, you should be starting on your second joke soon, if you haven't already. Ich habe keine Ahnung. Ich will nicht zuerst anfangen müssen. Time's almost up. Get what you can in. Oh Gott. Okay. Oh, das war so schlecht. Oh Gott. Nein, meins wurde nicht. Oh nein. John. Oh nein. Jetzt haben die Computer aber gewitzelt für euch. Oh, oh. Nur für mich, oder? Ich meine, siehst mal so, wenn du keine Idee hattest, könntest eventuell exzellent kommen. Okay, dann zeig doch, was du hast. Ja, der ist noch zu... Oh Gott, der ist so scheiße. Ich bin ein schmutziger kleiner Spülschwamm. Weil ich als Triebtäter verurteilt wurde. Okay. Man sollte zuerst denken, dass weil es ein Schwamm ist, aber ach, kommt schon. Weil Schwämme sind schmutzig. Ich bin so dumm. Ich dachte, organisierte Religionen wären verboten. Was? Keine Ahnung. Das ist doch nicht mal. Heiliges Pferd. Heiliges Pferd. Oh Mann, das sind richtige. Kann man sich gar nicht entscheiden. Na, ich kann mich leicht entscheiden. Oh Gott. Was? Sei Dank. Folie anscheinend nicht. Ich hab noch so, okay. Ich hab so Glück gehabt. Ich wüsste nicht, in welcher Welt. Ich fand Maves Joke lustig, aber es ist einfach nur, weil es irgendwie so stumpf war. Gott sei Dank. Ahoi! Gott sei Dank. Okay, Ahoi. Fangen wir an. Mein Spitzname ist Skurke. Weil ich den Salat schleudere. Was? Ja. Oh yeah, ich bin eine Depression. Okay. Ja. Ich dachte, die Vorlage wäre gut. Also, ne, mein Arzt sagt, ich habe einen ganz schlimmen Fall von schicke Schuhe. Das hat sich. Weil er sie klauen will. Gut geschrieben. Polis Jokes sind immer so schwer zu verstehen, aber wenn man sie versteht, dann geht sie. Ich weiß nicht. Ja, aber das mit der Gurke und der Schleuder, ich weiß auch nicht. Nein, das wäre ein Schleuder, war ich ziemlich lustig. Schleudergang. Let's keep it going for our next. Okay, Maeve, dann kann ich dich jetzt mal kritisieren. Die haben alles übersetzt. Oh nein. Du musst auf Englisch lesen. Okay, ich kenne den Text aber nicht. Das ist das Problem. Hast du jemals Podcasts probiert? Ja. Yeah. Das ist, wenn du sprichst und hoffst, dass irgendjemand zuhört. Ja, das verstehe ich. Oh, die haben tatsächlich für diese. Was? Ja, das ist ziemlich. Aber wie hat das Spiel das gemacht? Okay, dann würde ich sagen, Zeit für meine Liste. Oh nein. Wie viele Passwörter braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Alter. 3. Eine, der schraubt, und 2, die ABC. 1, 2, 3. Was? Als Passwort? Oh, jetzt hast du mir eine Diskussion. Das ist das unsicherste Passwort der Welt. Das Maeve, Maeve und Folie haben es nicht mal verstanden. Scheinbar wissen sie es nicht. Ah, okay. Joke, das ist das meistverwendete Passwort der Welt. Okay. Und das ist das schlechteste. Aus irgendeinem Grund ist Tigger in den Top 10 der Passwörter oder so. Tigger? Lass mich erstmal so stehen. Yo, ich will euch heute von meiner Schulzeit erzählen. Die Schulzeit für mich war wie Jon Snow. Mal war ich tot, mal lebendig und mal eine schlechte Beziehung. Ich dachte, du sagst. Warte, es kommt ja noch die Runde zum Verbessern. Ich hoffe, ich krieg den. Okay. Achso, ich bin dran. Also, das wurde automatisch gemacht. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Mowgli aussieht wie... Ja?
Nee, you know what I mean? Was? Was? Versteh ich schon. Was? Was? Versteh ich schon, was du meinst. Wie eine A? Pimmel, oder? Wie eine A. Und dann leer, you know what I mean? Anaconda? Wisst ihr, was ich meine? As a matter of fact, we don't know what you mean. Erklär's mir. Let's see who's on top and who is scraping the bottom of the barrel. Das war... Ich möchte sagen, dass mein Passwort-Joke okay war. Mit dem bin ich zufrieden. Der ist aber so kompliziert geschrieben, immer deine Jokes. Kennt ihr nichts dafür? Was ich geschrieben habe, war ABC 1, 2, 3. Was für eine Glühbirne wechseln überhaupt für eine Scheiße? Morgi ist ein Mann vieler Worte. Das stimmt überhaupt nicht. Können wir das skippen? Ich kann es nicht nochmal sehen, das bricht mir das Herz. Das arme Brot. Maeve, du kennst denn die Witze mit den Glühbirnen nicht? Doch, aber... Das ist so. Wie wann wechseln Passwörter Glühbirnen? Ja, das ist die Frage. Ja, das ist ja nur... Okay, wir müssen einen verbessern. Yes! Oh, ich hab... Die sind beide scheiße. Was soll die Kacke? Ah, das ist ja nur einer, fuck! Mhm. Ich dachte, ich habe noch eine Chance beim zweiten. Oh ja, okay. Okay, meine Antwort ist sowas. Wisst ihr, kennt ihr Jon Snow? Ja. Ja. Okay. Ich habe Game of Thrones nicht gelesen oder gesehen, also. Es wird schwer, mich zu überzeugen. Er dachte, es gibt da keine Drachen. Ja. Ein bisschen traurig, dass Paper Mario 2 nicht dran kam. Das habe ich reingeschrieben gehabt vorhin. Oh. Man muss es halt auswählen. Ja, hat keiner gemacht. Ich hatte es nicht zur Auswahl. Ich hätte ein guter Lifehack. Macht euch einfach einen Rohrbruch ins Gesicht, wenn ihr weinen müsst. Dann sieht's keiner. Okay. Und Comedian Nummer 1. Nein. Okay. So, wollt ihr mal ein bisschen was über Podcasts erfahren? Hast du jemals Podcasten probiert? Ja. Das ist, wenn du die Expertenrunde ersetzen willst, aber immer schlechter sein wirst. Oh, das kennt ihr vielleicht von zu Hause. What do you think? Did this joke beat the original? Ich hab halt... Ich hab keine Ahnung. Ist doch beides dieselbe Antwort, oder? Ja, irgendwie schon. Was will ich da? Ist doch das Gleiche. Ach komm. Ich auch hoffen. Für die Selbstironie. Das war ja mit Selbstironie kann ich mich identifizieren. Eigentlich habe ich nur euch schlecht geredet. Oh nein. Ich meine, der Experte ist auch mal dabei. Ich möchte ein Geschäft aufmachen, das nur Joni Boni verkauft. Euch auch! Und nenne es Boni Toni. Was? Weil Bohnen, Tonen, Töne. Stehst du? Ach so! Ja, bin ich gut. Aha. Ich wollte nur den Prompt loswerden. Ich dachte, es kommt noch ein zweiter. Und das ist mir meine Flasche, Mann, nicht deine. Gib mir meine Flasche zurück. Ja, ja, weißt du was? Ja, du hast sie verdient. Okay, oh, jetzt der John, der kann ja mal zeigen, wie lustig er ist. Für die Schulzeit, die für mich wie Jon Snow war. Die Schulzeit für mich war wie Jon Snow. Ich wusste nichts. Oh. You know nothing. You know nothing, Jon Snow. Komm schon. Woo. Hey, Moggy. Hast verstanden, oder? Ich meine, das Rechte war auch eine Anspielung auf ihn. Ja, natürlich war es auch eine Anspielung. Oha, Moggy hat gegen dich gebettet. Ich mochte den Aufbau von Fullys Witz mehr, weil er mehr casual war. Konnte mich mehr mit identifizieren. Du verstehst nicht, was meiner bedeutet hat. Du verstehst nicht, was Fullys Joke, was der... Eine Gruppe Wintermäntel kommt in eine Bar. Ey, der war gut. Warm hier. Das ist doch der gleiche. Ja. Aber auf das Joke, nächste Mal verleitet dazu, den schon. Gleichen Joke nochmal zu erzählen. Irgendwie. Ist schon Unterschied. Ihr seid auch so eine Penner, ey. Du hast den gleichen Witz nochmal gemacht.
Ja, ich habe aber auch scheiß Vorgaben. Den Klassiker. Was für Wintermäntel? So einen Klassiker kann man halt nicht schlagen, Maeve. Die kann man nur neu erzählen. Man ist sehr stark verleitet, den gleichen Joke einfach nochmal zu erzählen. Nicht letzter. Ich war zweiter. Wie ist mir das denn passiert? War es ein Scheißspiel, spielen wir nie wieder. Ich hab's gern gespielt. Mach eine Runde. Ich wollte gerade sagen, wollen wir noch eine Runde machen, nur diesmal geben wir nur Videospiele ein. Okay. Videospiel-Humor, das so, kennen oder? Wir doch, das ist ein Dorkly-Moment. Nicht nur Videospiele, alles was damit zu tun hat, oder? Von mir aus. Also Videospieltitel oder alles, was einfach nur Videospiele sind? Videospieltitel, Videospielcharaktere, Videospiellevel, irgendwas. Ah, okay. Wenn der Ort steht, kannst du ein Videospiel ordnen oder so. Na, ich würde das unbedingt davon machen. Ich achte da überhaupt nicht drauf. Ich habe das Gefühl, mit der Übersetzung bricht das sowieso alles in sich zusammen. Okay. Yeah. We'll be moving on soon. Mm. Okay. Oh, ja. Ich habe ein paar gute Begriffe an den Tag gelegt. Ich würde da viel lieber mehrere Sachen eingeben können und mein letztes viel mehr war Auswahl guter haben. Begriff. Okay. Okay. Ach, Moggi! Moggi, komm schon! Was ist Obö? Was hast du gegen Frauen, Moggi? Verzeihung? Ja. Hä? Ich habe überhaupt keine Videospielbegriffe bekommen. Ich schon, aber... Da sind Sachen aus der letzten Runde. Hast du Frauen kann man nicht vertrauen nochmal geschrieben? Nein. Das habe ich hier. We're at the halfway point. Stuck? Then hit the joke for me button. This is so bad. Oh nein. Ich weiß jetzt nicht, ob er einen guten oder schlechten Joke hat. Den nein, die Vorlage ist einfach nur, oh nein. Okay. Ich habe so eine Scheiße reingeschrieben und dann fiel mir erst ein, dass ich es dann noch vortragen muss. Oh nee. Die nein. Purpose, oh, was, oh. Nein! Gott, ich brauch was! Like any mortal man, you're running out of time. Ich wünschte, ich hätte keine Zeit mehr. Oh Gott, nein! Morgi darf anfangen, cool. Oh Gott, das eine, mir ist die Zeit ausgegangen. Ich hatte in der letzten Sekunde noch Enter gedrückt. Okay. Dann mal los. Hau sie um, Tiger. Okay. Also, ihr kennt doch Videospiele. Warum hat die Nintendo Switch die Straße überquert? Hä? Weil sie will. Oh Mann. Oh shit. Oh yeah, ich bin an den Dingen. Der ist wirklich gut, ey. Warum hat das bei mir nicht funktioniert? Der Spitzname meiner Heimatstadt ist Hodensäcke. Weil hier Teebeutel verkauft werden. Oh. Ja, an sich ja nicht schlecht, aber. Es wurden jetzt alle Begriffe gemischt, wie es aussieht. Ja. Ich hatte eigentlich nur Videospiel-Begriffe. Ich hatte nicht nur Videospiel-Begriffe. Ich hatte auch andere Begriffe. Ich hatte gar keinen Videospielbegriff.
Ja, du kennst auch keine Spiele, Johnny. Woher sollst du die erkennen? Ich hasse es bei meinem zweiten Witz, dass ich so eine gute Vorlage hatte, aber ich konnte nichts damit machen. Die Vorlage ist so lustig. Oh, dann aber die Punchline nicht. Ich will mehr Comedy. Oh Gott, okay, mal gucken. Hallo, ich bin der Mabrino. Ich möchte ein Geschäft aufmachen, das nur Mirges verkauft. Und nenne es Johnny kann nicht mal Mario schreiben. Das hat doch Fully geschrieben, oder? Nein! Nein, das war ich. Oh. Ich glaube, ich habe hier keinen einzigen Prompt, den ich eingebracht habe. Okay, Johnny, wie willst du ihm das heimzahlen? ich habe es vergessen, was mein Witz überhaupt war. Ich mag meine Freunde wie meine Holzfällerhütten. Einsam. Oh. Yes! Als ob. Das war, der war clever. Danke. Und auch. Ich wollte zuerst Holz vor der Hütte schreiben und dann dachte ich mir, nein. Holz vor der Hütte war so mein Begriff. Nein, ich will nicht. Okay, Comedian. Das klingt wie Kadett. Ja, also, ist dir schon mal aufgefallen, dass Kingdom Hearts, nur eine fancy Version von Wehe. Mogis schlechtem Videospielgeschmack ist? Was macht ihr? Sowohl Wave als auch Fully greifen uns nur persönlich an. Ja, was soll das denn? Ich hab's richtig erraten. Ja, du hättest doch eine Punchline rausmachen können. Ganz schön destruktiv. Okay, Leute. Habt ihr schon mal von der Donkey Dong Challenge gehört? Ja. Das ist die, bei der man seinen Dong donkeyt. Dieses eingespielte Lachen. Heiliges Pferd. Ich stimme auf jeden Fall nicht für Fully. Weil er hat mich einfach nur beleidigt. Das war schlecht von dir. Okay, tut mir leid. Ich meine, komm schon, Kingdom Hearts, das ist so eine gute Vorlage. Und ich finde das überhaupt nicht lustig. Und ich habe nicht für Melf gestimmt, damit ausgewählt? Es 2 Punkte sind. Du bist so gemein, Johnny. So abgewöhnlich bist du. Ich wusste, dass sie von dir ist, die Punchline. Was ist der Unterschied zwischen den meisten Leuten und Essstäbchen? Das ist echt ein Spielzeug. Ich weiß, wie man sie benutzt. Okay, das ist gut. Das ist gut. No biscuit for way. Okay, da ist mir die Zeit ausgegangen, aber ihr werdet sehen, das ist ziemlich lustig. Mein liebes Leben ist wie Miyamoto. Haarig und affig. Oh komm schon, das ist schlimmer als das eben von Mae. Wow. Oh ja, ich bin eine Depression. Wo man den Kong donkeyt. Ich wollte irgendwas mit Donkey Kong machen, aber mir ist einfach die Zeit ausgegangen. Wer hat eigentlich Donkey Dong geschrieben? Ich. I kicked that Konky Dong right in his Donkey Kong. Warum hast du es gewählt? Ah ne, das ist. Das wurde zugewiesen, ne? So, das war auf jeden Fall eine ziemlich starke Runde, soweit, seien wir ehrlich. Ich war sehr schwach, aber ja. Ja, schreib mal lustigeren Joke. Naja. Okay. Der Papagei hat so. Oh, weißt du was, snap. Mobi? Ich werd's versuchen, ja? Okay. Ich schwör's dir. Doppelte Punktzahl. Ich schwör's Ihnen. Jetzt wird ich die Sache ernst. Ich schwör's Ihnen. It's high time. Yada, yada. Tadeus, yada, yada. Okay. Ich will das wieder zurücknehmen. Junge, ich will's auch zurücknehmen. Okay. Scheiße. Oh Gott. hit the halfway point. Oh Gott, ich hab nen Joke, aber der ist sehr, sehr morbid.
Ich weiß nicht, ob ich dir abschicken soll. Nein, lieber nicht. Ja, ich schicke jetzt ab! Okay. Schick sie jetzt ab! Okay. Aber ich bin bereits fertig. Ich hab ein paar, vielleicht waren meine okay. Also, mal schauen. Oh, yeah. Das ist das wahre Leben. Ich will das nicht vorlesen. Das macht doch so viel süßer. Oh nein. Wie stehst du euch zu los, Süßer? Was? Stell es bitte, formulier es bitte als Frage. Okay, gleich sind wir soweit. Gerade hatte schicke Gurkenmaske. Oh auf. Mein Gott, ist das peinlich, was ich eigentlich. Oh, Möge fängt an, das bin ich! Oh. Das wird ganz, ganz wundervoll. Oh nein. Ich bin bereit. Hallo, meine Fans. Nein. Der Mögi ist hier und ich habe euch mal ein paar Witze über Videospiele zu erzählen. Ich hoffe, ihr seid bereit dafür. Ich hatte wieder keine Videospielwitze. Die Schulzeit für mich war wie Slenderman. Rennen, verstecken und erschrecken. Oh Gott. Ja, ja, ja. Oh yeah, ich bin eine Depression. Relatable. Ich weiß nicht, wie ich den followen soll, aber ich bin so dumm. Ich dachte, Demokratien wären Pflanzen. Wow. Das war random. Ein Strauß. Ja, weil da Demokratien stand, keine Ahnung. Okay, Judges. Tut mir leid, Johnny. Weil ich es anders ausspreche, als es da steht. Egal. Es war okay. Ich hatte nur das Gefühl, ich habe gut mit der Vorlage gearbeitet. Absolut. Ja, absolut. Du hast mich einer war mit einer Gegner. Der, ich würde sagen, der besseren 70%. Oh nein, ist das peinlich. Na egal, komm. Wer hat auch Demokratien geschrieben? Das war doch Fully. Nee. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Halftime Games aussieht wie... Oh nein. Ein halbes Hemd ohne Taschen. Wieso ohne Taschen? Weil ein halbes Hemd, ist und die Tasche auf dem einen Hälfte fehlt. Also oh die, nein. Okay. Darauf freue ich mich. Meine Familie ist wie die Nintendo Wii. Oder wie meine Wii. Ich hab sie verloren. Oh, Scheiße. Oh. Aber ich muss sagen. Oh, fuck, es ist wahr. Ich hab wirklich meine Wii verloren. Ja, und das andere auch. Aber du hast eine Wii U inzwischen. Das stimmt. Nice assist. Mugi. Mein Arzt sagt, ich habe einen ganz schlimmen Fall von Kommentaren. Oh, ja. Weil ich einen ausgeprägten Geltungsdrang habe. Oh, ich dachte, weil ich keine mehr bekomme, so wie ich. Eine Nenne. Oh nein, ich erinnere mich an den Joke. Leg mal los, Maeve. Okay, lass uns mal hören. Warum sagt man eigentlich Bros? Das kommt von mir. Ich und nicht, mich. Brudi, was Lucy? Oh, scheiße, ja. Dann... Ja, das ist die Frage. Warum sagt man das eigentlich nicht? Das ist eine stabile Nullerrunde für mich. Brudi, oh, was Lucy? Brudi, was Lucy? Nice. Ah, Prost war von Fully. Was ist los? Als ich noch ein Kind war, hatten wir keine Fake-Diäten. Wir hatten nichts zu essen. Yeah. Du willst mal eine Punchline haben. Oh, das war eine Catchphrase. Okay. Genug schwarzer Humor von mir. Okay. ich bin ein schmutziges kleines Drehscheibentelefon. Was? Weil ich immer bereit für eine Nummer bin. Oh, was ist der denn? Okay, das ist. Oh ja, ich bin eine gut. Depression. Scheiße, die sind beide gut. Oh, stimmt, die sind beide. Das sind, glaube ich, mit die stärksten, die wir bisher hatten. Ja, ja. Wen hast du genommen? Hä, hey, was soll das denn jetzt? Du musst dich jetzt entscheiden. Jetzt haust du dich nicht aus. Oh. Komm, Mogi hat dir den Punkt weggenommen, verliert sich.
Hier wurde nicht abgesprochen, ne? Fiese Runde. Das ist Absprechen, das gefällt mir gar nicht bei so einem knappen Match. Check the scoreboard. Oh, ach komm schon, der Morgi. Dem Morgi nimmt man die Butter nicht mehr vom Brot. Yeah. Ich bin immer bereit für eine Nummer. Generell, Drehscheibentelefone sind vermutlich ziemlich dreckig, ja. Ja. Yeah. Ich habe die Vorlage gesehen, ich dachte mir, wie soll man damit jemals was machen? Und du hast es getan. Ja. Yeah. Sie haben eine Nummer geschoben. Okay. Wortwörtlich. Okay. Oh, Oh Gott. Ich habe die beiden schlechtesten Jokes bekommen, die ich glaube. Auch. Ich habe eine super miese Vorlage und einen super guten Joke. Der andere, der bei mir war, war Brudi, was Lucy und den kann ich nicht überbieten. Okay. Boah, das ist Brudi, schlecht. Brudi, was Lucy. So sagt man das eigentlich nicht. Warum? Ich finde, das sollte man einführen. Oh nein, der Captain hat sich eingenässt. Armer Captain. Jetzt habe ich es auch noch ausgesprochen, wo es gar nicht mehr zu sehen war. Habe ich ihn bloßgestellt. Das ist aber ein sehr schöner Modus. 10 Sekunden noch. Okay, ich hab was damit gemacht. Werden wir noch auf Comedy Gold stoßen an diesem Abend? Lasst es uns herausfinden. Dafür müssen wir tief tauchen. Oh nein, ich fange an. Mit Johnny. Okay, seid ihr bereit für den Verbesserten? Oh ja. Okay. Warum hat die Nintendo Switch die Straße überquert? Um die Seite zu wechseln. Switch. Wir verstehen es schon. Hä? Fuck. Punchline is better. Nein, Bro. Der andere wäre Fullys Joke gewesen, den jeder gut fand. Welcher war das? Welcher? Der mit dem, wir hatten nichts zu essen. Also, oh ja, das ist den schwer. Den hätte ich nicht verbessern können. Brudi, okay, was okay, Lucy konnte ich auch nicht überbieten. Okay, pass auf. Ich hab mich angemacht, den Joke. Was ist der Unterschied zwischen den meisten Leuten und Essstäbchen? Essstäbchen haben einen Sinn. Wir sind nicht so gut im Verbessern, glaube ich. Nein, ich habe übrigens gut verbessert. Which version do you like best? Ich meine, das ist nicht mal ein Wettbewerb. Yes. Es war halt, Johnnys Witz war halt sehr stark. Ja, ich habe das Gefühl, dieser Modus ist, Scheiße, wenn du einen guten Witz vorher hattest und jemand den gewählt hat, bekommst du nochmal Punkte dafür. Ja. Oh, Folie, dann zeig doch mal. Okay. Ich bin so dumm. Ich dachte, Demokratien wären ein Land. Hä? Geil, ich krieg nochmal Punkte. Demokratien wäre ein Land. Yes. Demokratien. Ja, aber was habe ich für den Witz? Warum hast du es nicht so ausgesprochen? Wäre viel witziger gewesen. So. Ja, das ist mir im Nachhinein auch hab ich doch. Nein, Fulli aber nicht. Weil jemand hat für ein Land gestimmt. Ja, das war ein Mitleidspunkt. Nein, dann nur, weil er mir nichts gönnt. Nein, weil ich Demokratie witzig finde. Okay, dann würde ich sagen. Das ist doch mein Joke mit den Demokratien. Dann werde ich mal den Witz verbessern. Dass Demokratien ein Land ist, kann ich witzig. Ach so. Mein Arzt sagt, ich habe einen ganz schlimmen Fall von Kommentare. Weil ich das besser könnte, Smiley. Morgen hat am meisten gelacht. Was? Okay. Ich meine, wäre es lustig, wenn ich es euch erklären würde. Wahrscheinlich. Alter, weil, ich werde so gewusst, ihr alle meinen Witz gewählt habt. Ich hab's verstanden, Morgi. Besser können. Ah, ja. Naja, und deswegen habe ich einen schlimmen Fall von Kommentaren. Das passiert mir selten, deswegen. Nicht letzter? Bitte nicht letzter. Schon, ich muss hier überleben. Nicht letzter! Der Bergi! So knapp! Der Comedy Champion! Ich bin eine Depression!
Deswegen heißt es auch, der eine ist witzig und der andere ist Maeve. Ich kann einfach keine. Du hattest einfach den besten Joke des Abends, Moggy. Warte, welcher? Den, ich weiß es nicht mehr, aber der von eben. Der mit der Nummer. Ja, genau. Der mit der Nummer war sehr stark. Ich weiß, ich habe das Gefühl, im späteren Runde hatten wir ein paar Hits. Aber Maeve, du hast die erste Runde gewonnen. Ja. Vergiss das nicht. Fully hat das einziger nicht drin. Aber die anderen beiden Runden bin ich letzter geworden. Das hat's wieder vergessen gemacht. Mann, das ist. Ich frage mich, wie sich das anfühlen muss. Ja, das kennt Morgan nicht. Machen wir ein paar Spiele. Bis zum nächsten Mal. Erzählt uns euren Lieblingswitz. Tschüss. Ciao. Moin irgendwo hat Morgan den größten Comedy-Goldschatz der Welt versteckt.